Eine Woche vor dem Faschingssonntag findet im Ruperti-Winkel das große Preisschnalzen der Apperschnalzer statt. Quasi zum Aufwärmen für den Saisonhöhepunkt messen sie sich zwei Wochen davor beim Gemeindeschnalzen. In diesem Jahr sind die Wals-Sitzenheimer Passen im Ortsteil Viehhausen unterwegs, um ihren Meister zu küren. Bereits zum 36. Mal findet in Wals-Sitzenheim das Gemeindeschnalzen statt. Immer abwechselnd in Gois, Wals, Viehhausen, Sitzenheim und in Loig. Wie in den anderen Ortsteilen wird auch diesmal in Viehhausen, abgesehen von der Stadtreihenfolge, nichts dem Zufall überlassen. Was das Schnalzen betrifft, heißt es schon seit Wochen: üben, üben und nochmals üben. Ja, trainieren tun wir seit Stefanitag. Da kommt man dann zusammen, zuerst mit dem Kirchgang und dann fahren einfach die Schnalzer zu einem Dörfchen heim und dann wird trainiert auf die Schnalzerwiesen und dann geht es einfach dahin. Ist das von Ortsteil zu Ortsteil verschieden, das Training? Ja, das Training muss man sich richten, wird Leute Zeit haben, ist ganz klar. Im Schnitt wird so, was ich weiß, bei den anderen passen, also dreimal in der Woche trainiert und dann wird das so gemacht. Also, bereits seit Stefani wird geübt. Jetzt kann es endlich heißen. Und dann darf man sich über einen gelungenen Durchgang freuen oder bei einem weniger guten Ergebnis der Tagesform die Schuld geben. Was die Schnalzertechnik betrifft, gibt es jedoch keine Ausreden mehr. Das gilt für die Älteren als auch für die jungen Schnalzer. Felix, sag einmal, seit wann schnalzt du schon? Das war keine Ahnung. Das 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre. Und ist Schnalzen schwer? Nein, eigentlich nicht. Sag mal, wie tust du denn da? Wie geht denn das? Man muss einfach nur ein Schling ziehen. So, dass die Gorsche über den Kopf rüber geht. Und dann ein Stier. Die Schnur geht da rüber und du musst den Stock so rüberziehen. Das Geheimnis ist einfach immer die Schlinge. Man muss die Schlinge perfekt machen, damit dann Dusche rauskommt. Und sonst, wenn es keine Schlinge scheiß macht, dann geht nichts. Dann geht die Dusche raus. Wichtigste. Seit wann kannst du schnalzen? Boah, schwierig. Ich kann schon länger. Seit du gehen kannst, oder? Nein, noch nicht so. Mit 6 Jahren habe ich es angefangen. Aha, wer hat das gelernt? Unser Trainer. Unser Trainer. Wer ist das? Sein Papa. Ah. Und wenn man zu schnell ist, dann wird, wenn man vorne ist, dann wird der ganze Takt kaputt und dann ist der Barsch. Und wie oft habt ihr trainiert? 50, 60 Mal. So oft? Naja, 50. Ja. Ja, 40 ungefähr. Man sagt, in Wals-Sitzenheim kommen die Kinder mit einer Gorsel auf die Welt und lernen bereits ein paar Jahre später, damit umzugehen. Wir haben halt 3, 4 Jahre haben es noch verdammt gelungen, aber ich sage mit 5, 6 Jahren, wir haben heute einen 6-Jährigen dabei gehabt, das kennt man dann schon. Eher dann, wenn 7, 8, 9, 10 Jahre alt werden, dann kennt man schon wirklich aus, der wer mal guter wird und der was nicht so gut ist. Für sie gilt vorerst einmal wohl nur der olympische Gedanke. Bereits wenige Jahre später hört sich alles schon ganz anders an. Wie zum Beispiel die Durchgänge der Jugendpass Sitzenheim 1. Sie darf sich in der Endabrechnung des Jugendbewerbes über den guten zweiten Rang freuen. Als Sieger von der Schnalzerwiese geht Wals 1. Für diesen ausgezeichneten Auftritt gibt es von den Preisrichtern 146 Punkte und somit den ersten Rang im Jugendbewerb. Apropos Preisrichter, sie sind wohl die einzigen vor Ort, die vom Preisschnalzen nichts zu sehen bekommen. Denn bewertet wird nur, was es zu hören gibt. Die Sicht bleibt ihnen verwehrt. Deshalb ist kategorisch ausgeschlossen, dass Bonuspunkte vergeben werden. So auch nicht für Seriensieger wie Sitzenheim 3. Für Sitzenheim 3 reicht es diesmal nur für Rang 4. War der zweite Rang 2011 in Wals noch eine Überraschung, mit Platz 3 beim diesjährigen Schnalzen kann Viehhausen 1 die Vorjahresleistung bestätigen. 184 Punkte gibt es für 2 sehr gute Durchgänge. Über einen Punkt mehr und Rang 2 dürfen sich die Herren der Zweierpass aus Gois freuen. Für viele Insider eine kleine Überraschung. Sieger des Gemeindeschnalzens 2012 werden die Titelverteidiger. Die 9 Herren der Bass Wals 3 machen es ihrem Nachwuchs nach und gehen erneut als Sieger von der Schnalzerwiese.
Im Gegensatz zu den Jungen ist der Vorsprung in der allgemeinen Klasse wesentlich dünner. Nur 2 Punkte liegen diesmal zwischen dem Sieger und dem ersten Verlierer. Gleich nach der Preisverteilung heißt es auch für die Sieger weiter trainieren. In 2 Wochen trifft man sich beim großen Preisschnalzen in Deisendorf. Wals 3 will heuer endlich den Fluch brechen und das Double gewinnen.